Ja, hallo Wander- und Autofreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, heute bin ich leider wieder alleine unterwegs, Eva muss arbeiten und ich habe mich wieder aufgemacht in die Südeifel. In einem der letzten Videos haben wir ja so einen mehr Spaziergang für Einsteiger in der Südeifel gemacht, ohne viel Steigung, aber leider auch ohne die schönen Felsen hier in der Südeifel, im Felsenland Südeifel. Und ja, heute möchte ich das ändern, denn heute gehen wir ja hier nur ein paar Kilometer weiter in Bollendorf den Weg, die Tour 56, und die verspricht natürlich wieder schöne Felsformationen. Und ja, einen schönen verwunschenen Wald, ein paar Mythen, ein paar Sagen, Relikte aus vergangenen Zeiten. Und wenn ihr Bock auf eine schöne Wanderung habt, dann kommt mit. Vielleicht noch gerade so ein paar Infos zur Tour. Ich blende euch einfach mal hier die Karte ein. Und ja, das Höhenprofil. Zum Höhenprofil ist gar nicht so viel zu sagen. Die Tour an sich hat 6,5 Kilometer. Ja, die Höhe seht ihr im Höhenprofil. Kaum Steigungen drin, also wirklich minimal. Daher auch für Einsteiger geeignet. Und ab und zu sieht man hier so ein Schild mit so einer Krone. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Kann ich euch noch mal einblenden. Und ja, das heißt praktisch hier, dass dann auch der Bollendorfer Märchenpfad über diesen Weg führt. Also auch große Teile von dem Weg, wenn nicht sogar der komplette, gehen über diesen Bollendorfer Märchenpfad. Auch interessant für Familien mit Kindern. Ja, direkt am Anfang unserer Tour kommen wir hier auch an der Ritschlei vorbei. Und ihr seht hier diese Auswaschungen in den Felsen. Das ist schon interessant, wie das Wasser hier über Jahre praktisch so schöne Rillen hier in den Stein gespült hat und die natürlich auch Vermutungen annehmen lassen, da hier irgendwann mal Wasser halt gelaufen ist oder sonst die Flüssigkeit runtergekommen ist, weil er doch schon schön gerade hier ausgespült ist. Ja, direkt am Anfang hier der Wolfsschlupf. Eine Spalte praktisch, durch die man durchgehen kann. Man kann so rumgehen, wenn man Platzangst hat, dann einfach unten auf dem Weg bleiben. Aber wie gesagt, ich empfehle ein kleines Highlight auf der Tour. Und für euch mal zum Thema Wölfe. Da hört man immer mehr Meldungen, in Deutschland sind die Wölfe unterwegs. Wie steht ihr so zu dem Thema, gerade im Wanderbereich? Hier an der Luxemburger Grenze, wo wir sind, da wurden jetzt auch Wölfe gesehen. Und Gefahr oder nicht Gefahr, wie steht ihr so dazu? Würde mich mal so in der Diskussion unten in den Kommentaren einfach mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Ja, hier am Wegesrand, Eingang für einen Bunker, damals wahrscheinlich Westwall, also Zweiter Weltkrieg errichtet. Vorne sieht man auch noch die aufgesprengten Platten von dem Bunker. Und ich denke, es war mal eine Geschützstellung, denn ihr werdet gleich mal eine schöne Aussicht von hier aus sehen. Hier sieht man auch noch, da sieht man die runde Einfassung, wo das Geschütz früher war. Und wer von euch mal einen richtigen Kampfbunker sehen will, also eine richtige Anlage der Maginot-Linie, der geht einfach mal hier oben ins Video. Da war ich mit dem Autobody in einer der größten noch existenten Anlagen. Ja, und warum war die hier? Seht ihr einfach jetzt hier.
Ja, ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Ich versuche schon immer so ein bisschen aus dem Gehen noch einzufangen, denn die Natur hier, die ist einfach wunderschön mit diesen Felsen und so. Ja, ist echt klasse hier rundherum. Geht man durch so Felsenkessel. Und ich empfehle wirklich jedem, einfach mal hier vorbeizukommen, einfach mal hier einen Wochenendtrip hinzumachen oder so, die nicht von hier sind. Es gibt genug Campingplätze für die Vanlifer oder auch für die Zelter. Und ja, ihr könnt euch hier echt austoben, naturtechnisch. Man bekommt da gar nicht so gut eingefangen, wie das hier wirklich aussieht. Also ich kann die Südeifel hier, gerade Bollendorf, Ernsten, immer nur empfehlen. Ein paar hundert Meter neben dem Weg geht es so einen kleinen, sehr verwachsenen Pfad, den habt ihr gerade gesehen, rein. Und dann kommt man zu den sogenannten Kiesgräbern. Aber die Kiesgräber haben an sich nichts mit Kies zu tun, sondern eher mit Käse, umgangssprachlich. Kies, Käse, 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 weil die Steine hier so Löcher haben. Und diese Löcher waren früher ja, Gräber für Verstorbene. Ist so ungefähr entstanden, so 200 nach Christus ungefähr. Und da hat man diese Löcher ausgehoben, hat die Asche der Toten hier reingegeben und hat dann hier eigentlich noch so ein Dach drauf gemacht oder einen Deckstein drauf gemacht, um praktisch den Toten ein Gebäude, ein Haus zu geben, in dem die dann leben können. Auch ganz interessant, und wenn man wieder bedenkt, wie alt diese Stelle ist, wir werden hier auf unserer Tour gleich noch ein paar Sachen sehen, Druidenstein und ähnliches. Und ja, hier sind überall so Felsen halt im Boden und hier hinten, wenn schon über den erkennen könnten, wir gehen einfach mal rüber. Ja, hier ist dann noch ein bisschen aufwendiger Deckel. Ich denke mal, dass das aus so einem Deckstein dann war. Wie gesagt, hier dann auch noch ein Stein rausgeholt. Ich finde das immer sehr interessant, wenn man auf so Wanderungen, gerade in so Wäldern, auf einmal solche ja, alten Relikte, alte Siedlungsrückstände oder halt Grabrückstände entdecken kann. Das ist immer ganz interessant. Wie seht ihr das? Schreibt mal einfach mal unten in die Kommentare. Ja, und ich habe ja gesagt, es gibt so ein bisschen Geschichte zu entdecken. Dieser Stein, der sogenannte Druidenstein hier oben, gibt hier mehrere dieser Steine. Und ja, das sind früher mal, oder die heißen eigentlich Meniere, glaube ich. Verbessert mich, wenn das stimmt. Und dann waren ja Steine, die zu kulturellen Zwecken aufgestellt wurden, irgendwelche religiösen Kulte, Kelten etc. Allerdings datiert man die so 5500 vor Christus bis so 1800 bis 2000 vor Christus. Also stehen die schon in der Jungsteinzeit, haben die hier schon gestanden und wurden aufgestellt. Und ja, teilweise erkennt man jetzt hier bei dem relativ schlecht, aber es gibt halt auch teilweise welche, die wirklich bearbeitet sind, wo man noch Figuren oder so erkennen kann. Und die gibt es gerade hier auf dem Ferschweiler Plateau verschiedene, die hier noch im Wald stehen. Ich glaube, gleich sehen wir noch einen, an dem kann man schon mal vorbei. Und ja, die findet man hier in der ganzen Region halt noch und sind halt ja frühzeitliche Relikte. Und wenn man so bedenkt, was hier vielleicht schon passiert ist oder wer den hier aufgestellt hat, ist dann natürlich schon ein kulturell interessanter Ort. Dieses Kreuz kennt ihr vielleicht noch aus der Tour 60, kann ich euch hier oben mal einblenden, da kam er auch vorbei, da sind wir da hinten im Hintergrund vorbeigelaufen an dem Kreuz. Und das ist das sogenannte Frau Billenkreuz. Man sagt auch Siebelkreuz, da ist man sich uneinig, weil es verschiedene geschichtliche Überlieferungen gibt. Was auf jeden Fall feststeht, ist es auch so ein Menhir, wie wir schon gesehen haben, aus der Jungsteinzeit, der aufgestellt wurde und für religiöse Zwecke diente. Ja, aber jetzt haben wir ja hier dieses Kreuz, wird man sehen. Und ja, man sagt, dass dann hier irgendwann im Mittelalter der heilige Willibald vorbeigekommen ist, der auf ja, Missionarsreise war, um das Christentum weiter voranzubringen. Und der hätte dann eigenhändig dieses Kreuz praktisch aus diesem Stein geschlagen, um zu zeigen, es ist Zeit für eine neue Religion und praktisch dieses ja, Kreuz umzuwidmen. Ein anderer Teil der Geschichte sagt halt Sibylle, das ist der andere Name, Sibyllenkreuz. Sibyllen waren früher ja, Heilerinnen, Wahrsagerinnen, praktisch so ja, Waldhexen, die unterwegs waren. Und eine davon ist hier in diesem Stein eingeschlossen. Und wenn man den Kopf bzw. das Ohr auf den Stein legt, kann man die immer noch auf ihrem Spinnrad spinnen hören.
Ja, und abends kommt ihr dann aus ihrem Stein raus und vertreibt alle Leute aus dem Wald, denn das ist ihr Wald und den will sie beschützen. Und bevor es jetzt dunkel wird und die alte Hexe da rauskommt, gehen wir lieber weiter. Ja, liebe Wanderfreunde, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Tour. Ich hoffe, die Tour hatte Spaß gemacht. Mir hat sie auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht. Da steht Begrüßung, stimmt nicht ganz, wir sind bei der Verabschiedung. Märchenpfad startet auch hier. Der geht dann praktisch in die andere Richtung. Zum Schluss habt ihr gesehen, kommt man an diesen einzelnen Stationen vorbei. Da kann man dann auch mit dem QR-Code, wenn man hier am Anfang ist, sich praktisch so eine App aufs Handy holen oder irgendwie so eine Beschreibung, wo man dann für die Kinder so verschiedene Stationen hat. Die Tour 56 an sich lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Oben das Stück so ein bisschen über die Felder ist nicht ganz so schön. Dafür gibt es da halt viele historische Orte, die man anlaufen kann. Schaut euch da vorher ein bisschen die Karte an. Die Ausschilderung war da nicht die beste an den Standorten, weil der Weg verläuft mehr oder weniger fast vorbei. Außer der Frau Billenkreuz, da kommen wir direkt hin. Ja, und ich gehe jetzt zurück hier an diesen Wanderparkplatz, der ist hier bei so einem Sportplatz. Setze mich ein Auto und dann geht's nach Hause. Der Regen wird jetzt auch langsam stärker. Ich würde mich über ein paar Kommentare freuen. Lasst mal einen Daumen nach oben da und ich sage bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss!